Mit Wahr und Wundervoll gestalte und produziere ich die Bibel of Art Prints und verfolge die Vision, das Wort Gottes in jeder Wohnung sichtbar zu machen, damit angefangen bei sich selbst das Wort Gottes wieder mehr gelesen, gelebt und mit anderen Menschen geteilt wird. Was für mich Wahr und Wundervoll besonders macht, ist, dass auf den Art Prints 1:1 die Bibel abgedruckt ist. Das hat zwei Gründe. Zum einen liegt mir wirklich auf dem Herzen, das unverfälschte Wort Gottes nach außen zu tragen und nicht irgendeine Interpretation oder Aufschlüsselung davon, sondern wirklich 1:1, was in der Bibel drin steht. Und das zweite ist, dass es mir auf dem Herzen liegt, nicht nur einzelne Bibelverse hervorzuheben, sondern eben den gesamten Kontext abzubilden, damit wir auch wieder die Hintergründe verstehen lernen und somit die Bedeutung von dem Bibelvers nicht verzerrt werden kann. Ich glaube, wie viele Menschen in der Welt war ich sehr lange auf der Suche nach Gott. Ich bin christlich aufgewachsen und erzogen worden, aber ich kannte nie diese persönliche Beziehung zu Jesus. Und das hat mir noch nie ausgereicht und deswegen war ich dann lange auf der Suche bei anderen unterschiedlichen Religionen, habe verschiedene Philosophien recherchiert, mit Menschen geredet und ausgetauscht, wie die Gott erleben, habe wissenschaftliche Bücher gelesen. Und die Suche war einfach mal präsenter in meinem Leben und mal wieder nicht. Und das Ganze hat sich dann zugespitzt, als vor ein paar Jahren zwei Menschen in meiner Familie gestorben sind, die mir sehr, sehr nahe waren. Und in der Zeit habe ich einfach für mich nochmal der letzte Beweis bekommen, dass wirklich mehr existiert als das, was ich sehen kann. Und das hat mich dann auch motiviert, wirklich jetzt nochmal zu suchen, bis ich die Wahrheit gefunden habe und nicht davor aufzugeben. Und ja, ich kannte die Bibel ja bereits, aber Gott hat mir dann wirklich nochmal gezeigt, dass die Bibel Wahrheit ist und dass es aber nicht um Gesetze und Religion geht, sondern um eine persönliche Beziehung zu Jesus und um einen aktiven Lebensstil. Und als ich dann Jesus nochmal in mein Leben eingeladen habe, um diese persönliche Beziehung zu leben, habe ich irgendwann realisiert, wie er mehr und mehr Bereiche in meinem Leben positiv beeinflusst und ich positiv verändert werde. Und je mehr ich das realisiert habe, war es mir dann auch ein Herzensanliegen, dass ich das wirklich an meine Mitmenschen weitergebe und habe dann erst im persönlichen kleinen Umfeld einfach verschiedene kleinere Projekte gehabt, wo ich Bibelverse verteilt habe. Und bis mir Gott jetzt eben diesen Gedanken von Wahr und Wundervoll geschenkt hat, dass ich auch mit meiner Leidenschaft auf kreative Art und Weise das Wort Gottes verbreiten kann und diese Wahrheit auch andere Menschen frei macht. Meine Motivation ist die Freiheit, die ich in dieser persönlichen Beziehung zu Jesus kennengelernt habe. Die Bibel und die göttlichen Gedanken sind einfach 180 Grad anders als das, was die Welt einem beibringt. Und zu realisieren, dass auf lange Sicht diese göttlichen Gedanken einem wirklich Freiheit und innerer Frieden geben, unabhängig von den äußeren Umständen, das ist für mich die größte Motivation, das an andere Menschen auch weiterzugeben, weil ich glaube, letztlich ist jeder Mensch auf der Suche nach diesem Meer, was wir nicht sehen können. Ich glaube, dass Gott ganz große Pläne mit Wahr und Wundervoll hat. Ich habe mega viele Ideen noch, was man noch umsetzen könnte, auf welche kreative Art und Weise man die Bibel in der Welt sichtbar machen kann, welche unterschiedlichen Formate ich noch anbieten könnte, welche unterschiedlichen Medien und Produkte ich nutzen könnte. Ich hoffe, dass Wahr und Wundervoll irgendwann so weit wachsen darf, dass ein kleines Team entsteht, eine kleine Kreativwerkstatt, wo man das Ganze dann produziert und vielleicht auch einen kleinen Store, wo man das dann ausstellt und verkaufen kann. Werde dafür auch weiterhin Sponsoren, Menschen suchen, die mich mit dem Projekt da drin unterstützen können. Und rundum sehe ich da einfach ganz viel Potenzial da drin und bin mega gespannt, welche Pläne Gott mit Wahr und Wundervoll hat. Bis jetzt gibt es zwei Artprint-Serien. Die erste Serie ist zum Thema Nächstenliebe mit dem Bildmotiv Herz und den Wortmotiven Lieben, Dienen und Vergeben. Und die zweite Serie ist zum Thema Identität mit dem Bildmotiv Schaf und den Wortmotiven geliebt, wertvoll und gerettet. Ich habe bis jetzt noch keinen Online-Shop, weil ganz einfach fehlen mir bis jetzt noch die Ressourcen und ich habe auch noch keine Lösung gefunden, wie ich denn die individuellen Anfragen mit einarbeiten kann. Aber ihr könnt sehr gerne auf Instagram oder auch auf Facebook vorbeischauen.
dass ihr da auch Hintergrundinformationen, warum ich welchen Leitvers für die Bild- und Wortmotive genommen habe. Ihr seht, wie der ganze Entstehungsprozess funktioniert mit dem Linoldruckverfahren. Oder wenn ihr eben Interesse habt an so einem Artprint, seht ihr dort die finalen Produkte. Ich freue mich, wenn ihr eine Nachricht hinterlasst, gerne auch einfach nur ein Feedback zu den Produkten, zum Projekt. Und ich freue mich, von euch zu hören.